Allgude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 54 Herzflimmern Zweiter Teil. Harry? Fragte Sirius ungläubig. Murmelnd sagte Remus. Verdammt, das hätte ich ahnen müssen. Ich zieh mich an, dann bringen wir ihn zu Severus. Bevor Remus ins Schlafzimmer gehen konnte, um sich umzukleiden, hielt Sirius ihn auf. Er schlang einen Arm um die Schultern seines etwas größer gewachsenen Freundes und sagte zu Harry hinüberblickend: Hier, sieh doch, Harry, wir vertragen uns wieder. Mit der anderen Hand klopfte er von vorn auf Remus' Schulter, bevor er ihn mit treuen Hundeaugen anblickte und unsicher klingend fragte: Wir vertragen uns doch wieder. Remus rang sich ein Lächeln ab, welches jedoch sehr bald von Herzen kam, als er in die dunklen Augen seines alten Freundes blickte. Er brachte Sirius gleich darauf dieselbe freundschaftliche Geste entgegen, indem er ihm den Arm auf die Schulter legte und bestätigte: Aber sicher, Sirius. Dieses Mal war es Sirius, der Harry vorsichtig an die Hand nahm. Nur im ersten Moment erschrak Harry wegen der unerwarteten Berührung. Doch dann sagte er in den leeren Raum blickend: Gehen wir zu Severus. Vielleicht kann er mir helfen. Durch den Kamin flohten sie in ihr eigenes Wohnzimmer, bevor die drei Männer mitten in der Nacht durch die dunklen, verlassenen Gänge einen Stock tiefer in die Kerker gingen. Es war bereits kurz nach Mitternacht. Das Gemälde von Salazar schlief noch nicht und informierte daher gleich darüber, dass Severus gerade seine Runden drehen würde, sodass die drei Männer wieder nach oben gingen. »Ich werde ihn suchen gehen«, sagte Sirius bestimmend, doch Remus hielt ihn auf. »Nein, bleib du bei Harry. Ich weiß, wo Severus seine Kontrollgänge macht. Wir waren mal Kollegen, schon vergessen?« Kurz nach Mitternacht müsste Severus die Gewächshäuser bereits verlassen haben. Bestimmt war er jetzt auf dem Weg zum Astronomieturm, weswegen Remus diesen Weg einschlug. Die Nacht war sternenklar und die Luft kühl, aber angenehm sauber und erfrischend. Nicht einmal seine eigenen Schritte hörte er, als er die Stufen zum Turm hinaufging, denn in der Eile hatte er vergessen, seine Filzpantoffeln gegen Straßenschuhe zu tauschen. Nach dem Vorfall mit der Decke war Severus den ganzen Tag über so aufgewühlt gewesen, dass er auf seinen nächtlichen Rundgang nicht verzichten wollte. Er hoffte, sich an der frischen Luft von dem Druck ablenken zu können, der noch immer auf ihm lastete. Auf dem Astronomieturm angelangt, stellte sich Severus genau an die Stelle, an der er damals gestanden hatte, als er Albus töten musste. Bei dem Gedanken daran, damals in dieser Nacht seinen einzigen Freund ermordet zu haben, drehte sich Severus' Magen um. Wie der Direktor den Avada Kedavra überlebt hatte, war ihm jedoch bis heute ein Rätsel. Natürlich hatte er Albus deswegen Löcher in den Bauch gefragt. Doch die einzigen Antworten waren ein Augenzwinkern und ein geheimnisvolles Lächeln, bevor der Direktor ihm ein Zitronenbrausebonbon anbot. Selbst die verkohlte Hand, die Albus sich durch einen schwarzmagischen Fluch zugezogen hatte, als er den Ring von Vorlost Gaunt und somit einen der Horcrux zerstört hatte, schien mit dem vorgetäuschten Tod vollständig genesen zu sein. Während der Wind ihm die schwarzen Haare ins Gesicht wehte, stellte Severus sich selbst all die Fragen, auf die er noch keine Antwort erhalten hatte. Wenn Albus seinen Tod nur vorgetäuscht hatte, wieso waren dann die Auswirkungen des dunklen Fluchs verschwunden?
Sie hatten monatelang versucht, eine Heilung für Albus' abgestorbene Hand zu finden. Doch letztlich war klar, dass es keine Heilung gab. Dumbledore selbst war zu dieser Ansicht gelangt und nur aufgrund dieser Aussage konnte sich Severus damals dazu überwinden, den Avada Kedavra gegen seinen Mentor zu richten, denn der wäre ansonsten qualvoll und langsam dahingesiecht. Der Wind spielte mit seinem Umhang und blies ihn imposant auf, als er seine Augen zur Brüstung des Turms wandern ließ. Hier war Albus nach dem Avada Kedavra in die Tiefe gestürzt. Wenn nicht der Todesfluch, dann hätte der Sturz dem angeschlagenen alten Mann das Leben gekostet. Severus zerbrach sich seit einiger Zeit den Kopf darüber, wie Albus es angestellt haben könnte, dem Tod zu entkommen. Harry war die einzige bekannte Person in der Geschichte der Zaubererwelt, die dem Todesfluch getrotzt hatte. Aber wie hatte Albus das fertiggebracht? Wann war also der genaue Zeitpunkt, an welchem Albus seinen lebenserhaltenden Plan umgesetzt hatte? War es der Moment, kurz bevor Severus ihn den Fluch entgegengeschleudert hatte? Möglicherweise sogar währenddessen. Letztere Idee verwarf Severus wieder schnell, weil dies bedeuten würde, Albus hätte, wie Harry, den Todesfluch überleben können. Was war eigentlich während des Sturzes in die Tiefe geschehen? Konnte überhaupt etwas während des Falls stattgefunden haben? Hatte sich wohl möglich Fawkes in der Nähe aufgehalten? Schnellen Schrittes stürmte Severus auf die Brüstung zu, um hinunterzusehen. Remus hatte den Turm erreicht, öffnete die Tür und sah nur noch, wie Severus entschlossen auf die Brüstung zustürmte. Nicht! Schrie Remus. In Windeseile zog er seinen Stab und sagte: Locomor! Doch er konnte den Zauber nicht zu Ende aussprechen. Expelliarmus! Sagte Severus flink, nachdem er sich umgedreht hatte. Remus' Zauberstab wurde ihm gleich darauf entrissen und landete in Severus' freier Hand. Was zum Teufel haben Sie hier zu suchen, Lupin? Sie haben keine Berechtigung, mitten in der Nacht in Hogwarts umherzuwandern. Zischelte Severus gefährlich leise, während er sich mit seinem im Wind wehenden Umhang näherte. Das Herz war Remus in die Hose gerutscht. Erst dachte er, Severus wollte springen, und einen Moment später war er von ihm bereits entwaffnet worden. In Zukunft müsste er wieder vorsichtiger und aufmerksamer werden, schalt er sich selbst. Ich dachte... Remus hielt es für besser, nichts über seinen ursprünglichen Gedanken preiszugeben und sagte stattdessen: Ich würde dich hier finden. Harry, er sieht Sirius und mich nicht mehr. Wir haben dich gesucht. Innig hoffte Severus, Harrys Problem würde sich heute genauso schnell in Luft auflösen wie das letzte Mal. Ihm selbst ging es immer noch nicht sonderlich gut, weswegen er vorhin zunächst etwas zur Beruhigung eingenommen hatte und etwas später, um seine Besonnenheit zurückzuerlangen, den Astronomieturm aufgesucht hatte. Dabei hatte er zwei Schüler aufgeschreckt, die schnellstens das Weite gesucht hatten. Ihm war das erste Mal im Leben völlig egal, wer die beiden waren und was sie um diese Zeit hier getrieben hatten, obwohl er sich das natürlich denken konnte. So dass er nicht einmal einen Gedanken daran verschwendet hatte, Punkte abzuziehen, geschweige denn Strafarbeiten aufzugeben. Als Remus und Severus das Wohnzimmer von Harry und Sirius betraten, fiel Severus sofort etwas Wichtiges auf. Harry grüßte nur ihn. Harry, können Sie Lupin sehen? Verneinend schüttelte sein junger Kollege den Kopf, woraufhin Severus ungläubig eine Augenbraue hob. Das letzte Mal konnten Sie ihn sehen, nachdem er einen Moment nicht im Raum war. Besorgt kaute Remus auf seiner Unterlippe,
während Severus sich Harry näherte und genervt wirkend fragte. Was war es denn diesmal? Haben Sie sich wieder darüber geärgert, als Mr. Black seine Späßchen zum Besten gegeben hat? Severus warf Sirius daraufhin einen geringschätzenden Blick zu, doch der verkniff sich jeglichen Kommentar. Oder sind Sie vielleicht darüber aufgeklärt worden, was Ihr Vater noch so für toll dreiste Dinge zustande gebracht hat? Fragte Severus jetzt bereits aggressiver. Es gab andere Orte auf dieser Welt, die Severus lieber aufgesucht hätte. Hier wollte er auf jeden Fall nicht sein. Er wollte nicht in Blacks Nähe sein und er wollte auch nicht Harry gegenüberstehen, der ihn vorhin so gebrechlich erlebt hatte. Severus wollte keinesfalls einen schwächlichen Eindruck vermitteln, auch wenn er sich nicht wohl auffühlte. Noch immer hatte er mit diesem Druck auf seiner Brust zu kämpfen, nachdem er im Laufe des Tages mit der Decke aus Harrys Hab und Gut konfrontiert worden war. Er hatte nach dem Vorfall verschiedene Tränke zu sich genommen, aber nichts hatte geholfen. Der erste Trank machte ihn lediglich müde, befreite ihn aber nicht von seiner Last. Der zweite ließ ihn unstet werden und der dritte Trank regte seinen Kreislauf so sehr an, dass er glaubte, sein Blut würde aus purem Koffein bestehen. Mit zitternden Händen hatte er noch einige selbst hergestellte Pastillen zu sich genommen, die ihn erneut beruhigen sollten, doch die schienen gar nicht mehr anzuschlagen. Der leidige Druck auf seiner Brust ließ einfach nicht von ihm ab. Er lastete wie ein Alp auf ihm. Bevor Harry antworten konnte, forderte Severus bestimmend. Bringen Sie mir Ihre Tagebücher. Harry benötigte einen Moment, um zu begreifen, was sein Kollege von ihm verlangte, bevor er beschämt zugab. Ich hab keine geführt. Severus war sichtlich kurz vorm Explodieren, als er seinen Kollegen rügte. Was denken Sie sich? Sie erwarten doch ganz offensichtlich von mir, dass ich Ihnen bei Ihrem Wahrnehmungsproblem helfe. Und was machen Sie? Sie können nicht einmal eine einfache Anweisung in die Tat umsetzen, um mir die Arbeit vielleicht ein klein wenig zu erleichtern. Wissen Sie was, Harry? Das nächste Mal, da werden Sie experimentelle Tränke selbst testen, die Miss Granger und ich in der Hoffnung zusammenbrauen, Ihre Gabe sichtbar zu machen. Wobei mir in diesem Sinne langsam Zweifel kommen, ob es sich tatsächlich um eine Gabe handelt. Vielleicht sind Sie einfach nur viel zu sensibel, um... Severus, es ist genug, sagte Remus mit besonnener Stimme, die jedoch keine Widerrede zuließ. Kleinlaut sagte Harry, es tut mir leid, Severus. Was erwarten Sie denn jetzt, was ich tun soll? Fragte Severus aufgebracht und ein wenig verzweifelt klingend. Harry blieb ruhig, blickte beschämt auf seine Hände und zuckte einmal mit den Schultern, bevor er vorschlug. Wir könnten Albus um Rat bitten? Ich könnte ihn holen, bot Sirius an. Lachend schnaufte Severus, bevor er spottete. Ist das Einzige, was Sie können, Black? In der Vergangenheit schwelgen oder Albus holen? Haben Sie nicht vielleicht noch andere Lebensinhalte? Man konnte sehen, wie Sirius die Zähne zusammenbiss. Denn die Muskeln seines Kiefers spannten und entspannten sich mehrmals. Doch er blieb still. Harry konnte nur das hören, was Severus sagte, und daher hörte er nicht, wie Remus erneut bat. Severus, bitte, das ist doch kein Grund. Kein Grund für was? Wissen Sie, Lupin, so wie Sie jetzt ständig schlichtend eingreifen, frage ich mich wirklich, warum Sie nicht schon früher so gehandelt haben. Warf Severus seinem ehemaligen Mitschüler vor. Mittlerweile atmete Severus sehr heftig und seine Hände ballten sich zu Fäusten. Die Erinnerung daran, dass Lupin als Vertrauensschüler seinen drei Freunden alles, aber auch wirklich alles hat durchgehen lassen, wenn die sich auf ihn gestürzt und ihn gedemütigt hatten, ließ sein Blut vor lauter Wut bereits kochen, so dass er das Pulsieren der Adern
an seinen Schläfen spüren konnte. Harry konnte dem Gesprächsinhalt nicht ganz folgen. Er wusste nicht, wie schlimm die Situation war. Es war nicht einmal zu erahnen, ob Sirius womöglich laut geworden war. Vielleicht schwieg er auch oder war in sein Zimmer gegangen. Harry hoffte, dass Remus wieder Frieden stiften würde, wie er es früher bei Ordenstreffen gemacht hatte, wenn die Situation mal eskaliert war. Aber eines wusste Harry nur zu gut, nämlich dass ihm diese Situation nicht geheuer war. Auf seine Fragen, die er offenbar nicht laut genug stellte, antwortete überhaupt niemand. Er wurde von den drei Männern, deren einzige Verbundenheit ihre jugendliche Rivalität war, einfach ignoriert. »Hilf ihm einfach, Severus!« forderte Sirius mit noch immer zusammengebissenen Zähnen, doch Severus lachte nur über sein Anliegen. »Oder was? Wollen Sie mich zwingen, Black?« fragte Severus spottend. Ohne zu überlegen, zog Sirius seinen Zauberstab, doch hier reagierte Remus und zog den seinen, um ihn auf Sirius zu richten. Severus lachte, schnaufend, und atmete heftig durch den Mund. Harry bemerkte, wie Severus einen Moment zu schwanken schien, doch dieser Augenblick war so kurz, dass er sich ihn auch eingebildet haben konnte. Übertrieben, anfeuernd und enthusiastisch sagte Severus: »Oh, bitte, Black, tun Sie es. Vollenden Sie endlich, was Sie all die Jahre nicht verwirklichen konnten. Erreichen Sie Ihr Lebensziel. Wenn Sie nicht nochmals in Azkaban landen wollen, empfehle ich Ihnen gern einen wirksamen Zauberspruch. Sie brauchen nur Sektum Sempra zu sagen.« »Nein, hört auf!« sagte Harry, der von der Couch aufsprang und sich nahe zu Severus stellte. Er hörte nicht, wie Remus im gleichen Augenblick zu Sirius hinüberbrüllte. »Wenn du auch nur den Mund öffnest!« Schweißperlen standen Severus bereits auf der Stirn. Dieses Mal bemerkte Harry ganz deutlich, dass Severus schwankte, als würde er sich nicht mehr lange auf den Beinen halten können. Remus anblickend konterte Severus spottend. »Keine Sorge, Lupin. Miss Granger kann den Trank bereits ganz alleine brauen. Mich benötigen Sie nicht. Nicht!« Severus stockte, fasste sich ans Herz und sackte zusammen. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction »Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit«. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da. Und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.